So, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Captain Drobniak. Und heute geht's nicht um X-Plane, dazu kommt später ein Tutorial, sondern es geht ein bisschen um Simbri, wie man hier oben schon im Link sehen kann. Und zwar habe ich mir hier schon einen Flugplan generiert, das ist nicht besonders schwer. Und ich will euch heute mal zeigen, wie man die einzelnen Abschnitte dieses Flugplans lesen kann. Warum mache ich das? Mein nächstes Video wird ein Tutorial zu Embraer 195 sein. Hier steht es auch schon oben schon, EMB 195. Und das ist mein Flugplan. Den braucht ihr. Ihr könnt den Flugplan für einen Embraer 195 nicht bei dem Online-Flight-Planner machen. Dazu braucht ihr Simbrief. Und deshalb wollte ich euch heute einfach mal zeigen, wie man diese verschiedenen Abschnitte hier lesen kann. Es sind insgesamt 52 Seiten, man sieht es hier. Es geht komplett nach da unten, ist jetzt eine PDF-Datei. Ich werde euch natürlich nicht alles zeigen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir fangen an, und zwar hier oben. Hier sehen wir mal das Callsign, das ist die Delta Lima Hotel, 039er Tango. DLH steht für Deutsche Lufthansa, das müsst ihr bei Airline angeben, also müsst ihr nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich machen. Dann seht ihr, wann das generiert wurde, 6. Januar 2018, wohin ich fliege, von Frankfurt EDDF zu EDLV. Das ist Niederrhein, das ist der Flughafen Weeze und der liegt in der Nähe von Düsseldorf, eine halbe Stunde weg. Der Flug dauert ungefähr eine Stunde, so ungefähr, ein bisschen weniger vielleicht. Hier das Flugzeug und ich glaube Nummer. Release 10.38 Uhr, stimmt jetzt nicht ganz, konnte man angeben. Dann nochmal das da oben in Worten geschrieben, Frankfurt am Main nach Niederrhein. Das sagt man, wenn man richtig funkt, dann wo man hinfliegen will, also Clear to Destination Niederrhein. Und ja. Das da unten braucht ihr eigentlich nicht. ATC braucht ihr auch nicht. Hier steht wieder das gleiche. Cruise 29 und so weiter. Dann gehen wir nach da unten. Hier steht Alternativroute EHAM. Das weiß ich jetzt nicht, was es heißt, aber ja, dann gehen wir nach da. Das ist für euch ziemlich wichtig. Und zwar den Fuel, also den Tank, den ihr habt. So, hier sieht man dann einmal, was da alles steht. Fuel, für was der ist. Hier, das weiß ich nicht so genau. Dann wie viel und für welche Zeit dieser Fuel ist. Trip, wie viel er da braucht, für 46 Minuten. Dann für 15 Minuten extra. Eigentlich, soweit ich weiß, muss man 30 Minuten extra tanken. Alternativroute braucht man noch 38 Minuten, Feiners 30 Minuten. Minimum, hier sieht man es, schon 10 extra, nichts noch, also dieses Extra ist nicht das hier, sondern das Extra ist vom Piloten, wenn er sagt, pff, ich habe schwierige Wetterverhältnisse, da will ich extra Fuel noch mitnehmen. Ja, deshalb kam auch dieser Ryanair Absturz, nicht Absturz, fast Absturz zustande, weil der Pilot halt eine bestimmte Menge hat, die er tanken darf bei Ryanair. Finde ich zwar nicht so gut, aber gut, ja. Dann Block Fuel, das ist, was wir insgesamt haben. Extra wie viel, Total Fuel, das steht hier auch nicht, konnte man selber angeben. Denn der Grund, warum man das genommen hat, das steht hier jetzt auch nicht, ich habe hier nichts getankt. Dann nichts extra getankt, also dann muss man hier alles durchlesen und dann da unten unterschreiben. Hier steht nochmal mein Name. Dispatcher Lila Brown ist einfach ein erfundener Name und die Telefonnummer auch. Plus eins gibt es ja nicht. Dann Alternativroute steht hier oben noch. Und hier alles der Fuel noch dafür. Dann gehen wir hier runter zum Routing. Das ist für euch auch extrem wichtig, wenn ihr generell Flugpläne generiert. Hier EDDF von der Runway 18. Das habe ich ausgewählt, das kann er aber auch automatisch machen. Der berechnet das dann nach dem Wind aus, wo es startet. Ich habe jetzt mal aber die 18 genommen.
Und hier kommen wir zu einem ganz komischen Punkt, der hat nämlich Zahlen in sich. Und zwar, was BIPT2T. Was ist das denn? Und da kommt der ähnliche Punkt. Noch ein ähnlicher BIPT. Was ist das wohl? Das ist die Star. Natürlich nicht, das ist die SID, das ist die Star. Die SID ist die Standard Instrument Departure. Das bedeutet, wenn man hat ja bestimmte Flugpunkte und Straßen auf seinem Weg. Und von einem Flughafen muss man zu einem regulären Punkt kommen. Aber um von dem Flughafen wegzukommen, kann man erstmal direkt zu diesem Punkt oder man fliegt eine bestimmte SID ab. Die fliegt man dann ab und da kommt man zu diesem regulären Punkt. Das heißt, diesen Punkt, den sieht man gar nicht. Der ist vom Flughafen, den sieht man nur auf der Chart von dem Flughafen. Das heißt, wenn ihr sucht EDDF, Stars, SIDs, dann werdet ihr das auch finden. Das zeige ich euch aber auch nochmal in einem anderen Tutorial, wie man Charts genau abliest und so weiter. Dann kommen wir zu einem Punkt, der ist BIPT. Und dann steht da ein DCT. Normalerweise wäre da jetzt eigentlich eine Luftstraße, wie sowas, T853. Da steht ein DCT. Jetzt nicht den Fehler machen, wie ich früher, und DCT in das FMC eingeben. Das erkennt er nicht. Und zwar bedeutet dieses DCT, das ist eigentlich nur eine Abkürzung für Direct To. Das habt ihr schon mal in meinem Boeing 737 Tutorial gehört. Direct To. Und das bedeutet, dass dieser Punkt BIPT, nachdem geht ihr nicht auf eine Flugstraße und landet dann beim Punkt INLA, sondern ihr fliegt von diesem Punkt BIPT direkt den kürzesten Weg zum Punkt INLA. Diese DCT ist also Direct To. Das heißt, ihr müsst dann in der Boeing BIPT eingeben. Also erstmal kommt ja BIPT bei dem unteren Feld. Und dann geht ihr auf die nächste Seite und klickt dann INLA nicht links bei VIA rein, sondern TO. Und dann bei VIA wird dann automatisch DIRECT eingegeben vom Computer. Das heißt, einfach nur INLA bei TO eingeben in der Boeing. Ich zeige euch das noch anhand einer Embraer 195. Gut, dann geht's weiter. Nach INLA kommt eine Straße, T853. Diese Straße schließt einen Punkt an, der heißt LMA. Man sieht hier schon wieder, hier BIPT to Tango und BIPT. Die sind schon mal ziemlich ähnlich. Jetzt gehen wir rüber, LMA ist der letzte Punkt. Und dann kommt LMA One Whiskey. Das heißt, die sind alle ziemlich ähnlich. Und hier seht ihr dann einmal die Star, das ist nämlich die Star. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf der Chart nochmal schauen, wie, ob es eine Transition gibt, also einen Extraweg. Zum Beispiel gibt es am Flughafen Weeze noch eine Transition, ziemlich wenig, aber es gibt eine. Und zwar ist das die Transition LAA. Da fliegt ihr einmal einfach eine Kurve. Das zeige ich euch aber noch. Departure ATC Clearance braucht ihr nicht. Weight, also das Gewicht, das habe ich einfach auf einer Tonne. Dann gehen wir weiter. Das sind die Zeiten, die Payload, also das Gewicht, Passagiere, das könnt ihr selber auswählen oder ihr lasst euch das vom Computer generieren. Dann kommen wir zum Flight Log. Das Flight Log ist extrem wichtig für die Embraer 195. Wenn ihr ein anderes Flugzeug fliegt, dann nicht. Aber die Embraer 195, für die ist das extrem wichtig. Ich sage euch auch warum. Und zwar verlangt die Embraer 195, dass ihr angebt, ob der nächste Punkt ein Flughafen ist, ob der nächste Punkt ein VOR ist, ein NDB oder ein Fixpunkt. Wer nochmal ein paar Erklärungen zu den NDBs und VORs haben will, dem verlinke ich euch hier oben ein Video in der Beschreibung. Das erklärt das ganz schön. Also ein VOR ist nur ein Weg. Ich erkläre es jetzt ganz kurz. Es ist
eine Straße, sage ich mal, und die schließen einen Punkt an. Eine NDB ist einfach nur ein Punkt, der Strahlen aussendet, also der versendet die in allen drei, also in allen Richtungen, und euer Gerät kann dann erkennen, wo das herkommt und fliegt dann automatisch dahin. Aber wie gesagt, ihr habt da oben ja das Video. Ich empfehle euch sehr, das euch anzuschauen. Damit habe ich auch eigentlich gelernt, wie man bestimmte Teile aus einer Star abliest. Ja. Dann gehen wir weiter. Und zwar kommen wir hierher. Man sieht hier ein paar Punkte. BIP-T2 Tango, DF160. Hier ist auch ein Top of Climb. Und hier sind dann verschiedene Punkte. Wir können uns jetzt ja unseren Punkt aussehen. Warum steht hier EDDV? Hier BIP-T. Den nehmen wir zum Beispiel. Und dann müssen wir schauen, in der Embraer 195 gehen wir dann den Punkt BIP-T ein. Und dann gibt es da verschiedene Namen. Das ist nur eine Abkürzung. Und wenn da jetzt steht BIP-2, dann wäre das falsch, weil für BIP-T ist, der heißt einfach BIP-T. Das ist schon mal okay. Inla genauso. Aber jetzt kommen wir hier zu LMA. Wenn wir jetzt LMA eingeben und dann schauen, oh, da hupt jemand draußen. Wenn ich jetzt eingebe, es ist ein VOA zum Beispiel. Und da steht einfach nur LMA VOA. Aber es ist zum Beispiel ein Fixpunkt. Dann steht hier nicht, der Punkt heißt nämlich Lima. Das heißt, da muss Lima stehen, also Lima muss da drunter stehen, unter LMA in der Embraer 195. Das zeigt die nämlich an. Also, wir können ja nochmal hier zum Flightplan. Inla, wir können dann Inla suchen. Hier unten müsst ihr immer suchen. Inla, das sind die Zwischenpunkte, die es auf einer Straße gibt, soweit ich weiß. Inla, hier. Wenn ihr jetzt Inla habt, hier steht auch ein Direct-To, dann müsst ihr einfach schauen, Inla ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, weil alle gleich heißen, aber das braucht ihr einfach in Embraer, das zeige ich euch auch. Dann seht ihr die Wind-Informationen. Die braucht ihr, um in der Embraer 195 die Performance-Page auszufüllen. Die verlangt einmal von euch den Cruise Wind, also den Wind in der Höhe, in der Reiseflughöhe einzugeben. Hier können wir mal schauen. 226 Grad mit 81 Knoten, soweit ich weiß, ja, sollte richtig sein. Das nehmt ihr mal vom Top of Climb. Das hier braucht ihr nicht, das ist der ICAO Flight Plan, ist für die Lotsen. Das lesen sie sich dann durch und schauen dann, wo will der hin. Schnitt Embraer 190, stimmt jetzt nicht ganz, aber. Dispatch Briefing Info, das ist jetzt fertig. Jetzt kommen Texte zu verschiedenen Zündflughäfen. Und was es für Besonderheiten gibt, also hier, Tower und so weiter. Also das brauchte ich ganz sicher nicht durchlesen. Security Pakistan, also ich weiß auch nicht, ist ziemlich weit weg. Wir können mal ein bisschen weiter nach unten. Also es sind ewig lange Texte hier. Also wenn ihr euch die durchlest, boah. So. Hier, das brauchen wir nicht, cool und so weiter. Dann kommt das wieder. Das ist schon wichtig für uns. Da seht ihr einmal die Route. Und hier einmal den Ausweichflughafen. Das ist Echo Hotel Alpha Mike. Das ist Amsterdam. Habt ihr in meinem Boeing-Tutorial gesehen. Das ist unser Ausweichflughafen, den könnt ihr selber generieren oder ihr könnt ihn euch auch generieren lassen. Wir fliegen nach EDLV von EDDF, also von Frankfurt. Da haben wir einmal die Route, wir gehen nach da, dann machen wir hier eine Kurve. Ihr könnt das dann auch in der Embraer 195, könntet ihr jetzt auch diesen Punkt weglöschen. Und dann direkt zu dem Punkt fliegen. Dann hättet ihr die Route ein bisschen kürzer. Mal schauen, ob wir es machen. Hier würde ich es nicht empfehlen, weil die Zeit zum Sinken dann weniger ist.
gesagt, von dem her, ja. So, dann geht's hier rüber nach da. Da ist unser Ausweichflughafen. Alles ganz klar. Da sind Winde, ich glaube, das ist ein Jetstream, da sollten wir nicht direkt durchfliegen, aber es ist kein Problem. Dann hier weitere Sachen. Hier kommen wir dann zu einer Seite, die nicht so übersichtlich ist. Und zwar sehen wir hier solche Striche mit, ich glaube, das ist die Knotenanzeige. Hier unten Flight Level 300, also 30.000 Fuß. Wir werden ein bisschen weniger fliegen. Ah, hier gibt es nicht viel weniger, aber gut. So, hier kommt der Wind mit 52 Knoten. Am Boden wäre das viel zu schnell. Da würden wir nicht mehr starten. Aber in der Luft geht das. Hier alles das Gleiche. Hier sehen wir noch die Höhendaten. Daten. Hier geht's hoch, dann geht's weiter zum Top of Climb. TOC. Dann weiter zum TOD, Top of Descent. Da sinken wir dann. Es gibt auch übrigens eine Formel, um den Top of Descent zu berechnen, wo der ist. Also in wie viel Meilen entfernt der liegt. Ich kann es euch mal sagen, für den jetzt einfach interessiert. Aber ich weiß jetzt nicht, wer jetzt daran interessiert ist. So, hier habe ich es. Oder? Nee, doch nicht. Top of Descent hier. Also einmal die Cruise Altitude in Fuß, geteilt durch 1000 und dann mal 3. Und dann kriegt ihr einfach die Entfernung in Meilen von dem Flughafen. Das heißt, ihr schaut dann, wie weit seid ihr von dem Anflugflughafen entfernt. Also von dem Arrival Airport, EDLV. Und ja, dann schaut ihr, wenn da 15 Meilen rauskommen, was sehr unrealistisch ist, außer ihr fliegt in der niedrigen Flughöhe, dann kommt da halt 15 Meilen, dann müsst ihr 15 Meilen vor dem Flughafen sinken. So, hier haben wir die Winde und so weiter. Und ich gehe mal nochmal ganz nach oben. Und dann war es das auch für dieses Tutorial. Nach 20 Minuten ungefähr. Jetzt wisst ihr, wie man so ungefähr das Wichtigste aus einem Simbrief Flugplan ausliest. Und ihr könnt auch übrigens das verändern, also wie das euch angezeigt wird. Ich habe jetzt das Standardmäßige. Ihr könnt dann auch noch das von der Lufthansa auswählen, wie das die Lufthansa bekommt. Da sind die Sachen anders sortiert. Ich glaube, das Routing hier ist dann hier unten. Ja. Dann verabschiede ich mich für heute. Der Link zu Simbrief ist in der Beschreibung. Und vielleicht tue ich noch den Flugplan in die Beschreibung. Da könnt ihr den Flugplan euch auch nochmal anschauen. Und dann währenddessen das Video schauen, ich weiß jetzt nicht. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Dromniak.